Da seid, wie geil ist das denn? Also ich werde heute nicht erwartet, Werbung für CSC ist okay machen, denn dafür ist der falsche Tag. Das Problem auf Cannabis-Demos ist, egal was ich erzähle es den falschen Leuten. Denn die, die heute hier sind, ihr wisst es doch eh schon, oder? Jawohl! Was soll ich euch über Hanf erzählen oder über Cannabis, über Legalisierung oder über Verfolgung? Es sind leider immer die Falschen, die es hören. Aber nichtsdestotrotz, bei mir gibt es ein aktuelles Ereignis und ich bin Papa geworden. Und das Ganze verdoppelt nochmal die Dringlichkeit. Ich bin schon in der Repression aufgewachsen worden. In den letzten 40 Jahren sind 500.000 deutsche Bürger wegen Cannabis inhaftiert worden. Eine 500.000 deutsche Bürger wegen Hanf im Gefängnis innerhalb von 40 Jahren. Was geht da denn ab? Kann ich verantworten, dass mein Tochter auch in der Repression aufwacht und mit 16 vielleicht in Knast kommt, weil sie mal einen Scheu draufen will? Das kann nicht die Welt sein, in der meine Tochter aufwächst. Und deswegen finde ich es geil, dass ihr heute alle hier seid und dass ihr euer Gesicht zeigt und die Stimme erhält für die Cannabis-Legalisierung. Und was auf jeden Fall auch einen ganz fetten und lauten Applaus wert ist, sind die Leute, die in Erlangen diese Demo seit Jahren auf die Beine stellen. Ich möchte euch mal hören für die handblüten Freunde Franken. Eigentlich habe ich mir heute einen Zettel geschrieben, aber den lasse ich. Wisst ihr, dass diesen Mai 35 Demonstrationen für die Legalisierung von Cannabis allein in Deutschland stattfinden? Jawohl! Das ist der Wahnsinn. Wir sind mehr als Pegida und die Montagsdemos zusammen. Jawohl! Es gibt in Deutschland mehr Kiffer als FDP-Wähler. Und die sind am Donnerstag. Verdammt nochmal, wo sind wir denn? Und ich sage euch eins, warum ich so froh bin, dass ihr heute hier seid. Es bahnt sich eine Änderung an. Viele GMMs dieses Jahr laufen unter dem Motto, die Zeiten ändern sich. Und sie ändern sich wirklich. Wer heute das Hanf-Journal irgendwie in die Finger kriegt, da ist eine Statistik drin. Wie die Demos in den letzten 10 Jahren in Deutschland angestiegen sind. Wir haben 2001 mit einer oder zwei Demonstrationen angefangen und heute stehen wir in 35 Städten. Und ich möchte kurz nur die Städte vorlesen zum Abschluss, die heute mit uns auf der Straße stehen, weil denen gilt unsere Solidarität. Heute in Deutschland auf der Straße sind Augsburg, Berlin, Osnabrück, Tübingen, Viersen, München, Stuttgart, Dresden, Heidelberg, Bremen, Freiburg, Erfurt, Hannover, Ulm, Braunschweig, Frankfurt, Köln, Flensburg, Köln, Duisburg, Rostock. Wir lassen uns nicht mehr unterdrücken. Danke.